Hallo und herzlich willkommen zu diesem New World Update. Unverhofft kommt oft und so haben wir heute Nacht aus dem Nichts Patch-Notizen für den Patch 1.1.1 bekommen. Hierzu werden wir heute am Mittwoch, den 1. Dezember, Wartungsarbeiten um 8 Uhr morgens haben. Diese werden auf ca. 3 Stunden geschätzt. Der Patch enthält nicht viel, aber dafür einiges, was heiß erwartet wurde. Was neu ist, ist, das Team um New World gibt uns zu vielen Themen die Hintergründe. Da diese oft interessant sind, werde ich euch diese mit ins Video packen. Und damit direkt rein in die Patch Notes. Partikel von Elementargegnern. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Elementargegner eine große Menge Partikel droppten. Wir haben außerdem Elementarpartikel als Belohnung für das Sammeln von Elementarkreaturen entfernt und die Menge der anderen von ihnen enthaltenen Rohstoffe reduziert. Das ist eine Reaktion auf ihre Anzahl in der Welt und wie häufig sie respawnen. Ursprünglich sollten diese Kreaturen herausfordernde und seltene Begegnungen in der Welt sein. In der Praxis waren sie jedoch weniger gefährlich und häufiger als geplant, was dazu führte, dass sie im Vergleich zu Primärquellen wie Elementarpflanzen und Steinen zu viel Rohstoffe lieferten. Meine Einschätzung dazu ist, schade, denn nun können wir nicht mehr bei den Wölfen Holz sammeln und alle, die es getan haben, haben einen riesigen Vorsprung erhalten. Fehlende Gärtnerausrüstung. Im letzten Update hat sich ein Fehler eingeschlichen, durch den alle Ränge der Gärtner-Ernteausrüstung im Spiel als kommende Inhalte eingestuft und versehentlich aus dem Spiel entfernt wurden. Wir entschuldigen uns für diesen Fehler, durch den ihr rechtmäßig verdiente Gegenstände verloren habt. Falls ihr betroffen wart und einen Teil der Elementarausrüstung verloren habt, solltet ihr nach diesem Update eine zusätzliche Belohnungstruhe im Inventar haben. Sie enthält ein volles Set der Gärtnerausrüstung im höchsten Rang, den ihr persönlich bislang für einen Teil des Erntearbeitersets erreicht habt. Die Gegenstände haben außerdem den maximalen Rüstwert für diesen Rang und können auf jeder Stufe eingesetzt werden, damit ihr sie auch sicher ausrüsten könnt. Sie sind wie die anderen Teile der Erntearbeiterausrüstung, die ihr schon finden könnt, als beim Ausrüsten gebunden markiert. Wenn ihr die Truhe öffnet, findet ihr darin 5 Gegenstände. Den Erntearbeiterhut, Erntearbeiterhemd, Erntearbeiterhandschuhe, Erntearbeiterhose und Erntearbeiterschuhe. Behausung. Handeln und Verschieben und Zerlegen von Möbeln bzw. Behausungsgegenständen ist wieder möglich. Herstellung. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Herstellungspläne für Juwelenschleifereien nicht genug Erfahrungspunkte für Handelsfähigkeiten brachten. Kürzlich haben wir die Anzahl der Handelsfähigkeiten-Erfahrungspunkte durch das Herstellen von Gegenständen mit geringerem Rang reduziert, wenn Spieler einen neuen Grundrang in einer Fähigkeit erreichen. Bei Metall zum Beispiel verdienen Spieler, die Stahlpläne freischalten, weniger für das Herstellen von Eisenplänen. Damit wollten wir beim Fortschritt in den Handelsfähigkeiten einen stärkeren Fokus auf das Herstellen höherrangiger Gegenstände legen und höherrangige Materialien außerdem wertvoller machen. Damit wollen wir Spieler beim Aufstieg in den einzelnen Handelsfähigkeiten dafür belohnen, dass sie höherrangige Gegenstände herstellen. Vor dieser Änderung haben die Spieler unserer Meinung nach viel zu viel Zeit mit der Herstellung niederrangiger Gegenstände verbracht, anstatt ihre Handelsfähigkeiten durch das Herstellen von Gegenständen, die sie auf ihrer aktuellen Stufe auch tatsächlich brauchen konnten, zu steigern. Handel. Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler keine Kaufaufträge von lokalen Lagerschuppen bedienen konnten. Server. Technische Vorbereitung für Serverzusammenlegung, Verbesserung bei der Leistung von Kriegen. Ich bin mir nicht sicher, warum bei allen anderen Themen so große Erklärungen bereitgestellt werden und Server ganz am Ende und klein dargestellt werden. Diese beiden Punkte sind mit die wichtigsten der gesamten Patchnotes. Technische Vorbereitungen für Serverzusammenlegungen. Hier würde ich mir wirklich gerne einen Zeitrahmen wünschen. Unheilstulpen. Fehler behoben, dass die Abklingzeit für Leere nicht begann, wenn der Spieler zu Beginn der Fähigkeit die Waffe wechselte. Unheilstulpen. Fehler behoben, dass Statuseffekte von Verbrauchsgegenständen durch Leere gelöscht wurden. Fehler behoben, durch den Juwelenschleiferei nicht die korrekte Menge an Erfahrungspunkten für höherrangiges Handwerk brachte. Fehler behoben, durch den Spieler den Holzfällererfolg nicht verdienen konnten. Und das waren sie schon, unsere kurzen Patch-Notizen. Wie anfangs angekündigt, nicht viele, dafür feine Änderungen. Hoffen wir, dass keine neuen Fehler ins Spiel kommen und dass wir damit einen Status quo erreicht haben, mit dem das Team nach vorne blicken kann. Auch wenn ich das schon sehr oft gehofft habe. Was haltet ihr von den Patch-Notizen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Außerdem entschuldigt bitte die Stimme, ich bin heute so aufgewacht. Und ich muss es nun in jedem Video ankündigen,
Am 11.12. findet auf meinem Stream ein großer Charity-Stream statt. Ich werde bald bekannt geben, für welche Organisation ich dort Spenden sammeln werde, und falls ihr mitmachen wollt, im Dezember Gutes zu tun, dann folgt mir bitte auf Twitch oder auf den anderen Socials, diese findet ihr alle in der Videobeschreibung, dann werdet ihr rechtzeitig informiert, wann es losgeht. Und damit viel Spaß beim Leveln und Craften, euer Zali.